Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Zombie-Filmschule. Ich bin der Christian und neben mir sitzt heute Matze. Moin. Mensch. Matze, die Folge, die heißt Licht. Mhm. Ja. Und wir könnten jetzt also quasi einfach nur eine Folge lang nur über Licht sprechen, außer dass das ja quasi nicht geht, weil du hast ja wie so alle irgendwie auch noch tausend andere Sachen gemacht. Mhm. Unter anderem etwas, ich lasse das mal gerade laufen, weil ich fand das jetzt, ich hatte das ein bisschen verdrängt so. Du warst derjenige, der das mal zuerst ausprobiert hat, ob der Stunt auch zu überleben ist oder wie ist das? Ja, oder war das danach? Ich habe auch wenig, in meinem Leben schon immer so Bock auf Sachen, die man sich trauen müsste. Und ja. Bin ich unbedingt so ein Schisser. Und ja, das wollte am Ende keiner, aber da man, wenn man Sachen selber baut und halt sagt, okay, das funktioniert und müsste schon funktionieren, dann sollte man auch sich trauen, das auszuprobieren, bevor man dann am Ende irgendwie einen Schauspieler versucht umzubringen. Also. Ja, es wimmelte so vor Situationen, bei denen man manchmal echt so, meine Güte, dass wir uns das immer getraut haben. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen so gedanklich zurückspulen. Wie bist denn du eigentlich zu diesem Projekt dazugekommen? Also weil ich habe mich neulich mit Richard hier gesessen und wir haben so gequatscht und wir haben festgestellt, ja stimmt, Richard, der noch nie vorher irgendwie eine Dreherfahrung hatte, war mein Beleuchter, ich Kameramann, also war auch überschaubar meine Vorerfahrung, die ich so hatte, ja. Das war da nicht so gut funktioniert. Und ich war dann irgendwann ganz froh, als einer da war, der meinte, beleuchten, das kriege ich schon hin. So. Ja, ne, also ich habe Marc, also bin ja auch altes Medienwerkstattkind. Ja. Und Marc kam an, ihr hattet wohl, glaube ich, schon irgendwie mit Richard halt irgendwie zwei Wochen gedreht. Ja. Und naja, meinte er halt, ne, okay, hast du nicht irgendwie Lust, irgendwie, wir brauchen noch ein bisschen Hilfe, wir wollten halt das noch ein bisschen ausdehnen und irgendwie hast du ja auch ein bisschen Erfahrung und irgendwie, naja, mit Licht und so weiter, das könnte halt gut funktionieren. Naja, und dann war es eigentlich halt für mich, weil ich gerade zu der Zeit irgendwie halt als, sag ich mal, Freischaffender ist es natürlich, man hat viel Zeit zwischendurch, irgendwie zwischen seinen Jobs, war es für mich ein leichtes, auch naja doch, ich habe Bock irgendwie auf ein Projekt irgendwie mal wieder und naja, dann halt einfach mit Marc hingefahren und natürlich, ne, es sollte kurz 14 Tage mal schnell ein Dreh eben und was dann am Ende draus geworden ist, das hier kann natürlich fast keiner mehr irgendwie halt sich irgendwie so hier ausdenken, so wie es da am Ende wie wirklich geworden ist, aber ja, dann bin ich halt irgendwie mit dazugekommen und dann war eigentlich schon das erste Set, war halt glaube ich das, wo wir hier halt zum Weltmeisterspiel halt einen Raum eingerichtet haben und irgendwie scheint es irgendwie Marc dann doch gefallen zu haben, was ich gemacht habe, so dass er inspiriert genug war, irgendwie dann auch, naja, vielleicht das noch und das noch und ja, irgendwann hatte man dann schon das Gefühl, jetzt explodiert's und dann waren wir eigentlich in diesem halben Jahr drin eigentlich schon. Ja, ja. Sag mal, was waren eigentlich deine Vorerfahrungen oder hattest du Berührung schon mit Marc? Weil ich weiß, ich kannte dich damals aus der Medienwerkstatt so entfernt so, aber das war so der erste gemeinsame Dreh und hattest du da mit Marc schon vorher zusammengearbeitet? Ja, wir hatten schon mal irgendwelche Musikvideos zusammengedreht. Na, da war ich doch, ich weiß gar nicht, das war Porus, glaube ich, als hier, nee, Porus war, glaube ich, das zweite. Na, Pasadena, stimmt. Porus war das erste, Pasadena war das zweite. Ja. Und und da war typisch halt irgendwie, alle wollen Kameramann machen, keiner hat hier Zeit auf Licht, weil halt brauchst du viel, wenig Skills, irgendwie viel mit Schleppen und so weiter. Weil viel irgendwie kreativ oft natürlich irgendwie dann der Kameramann macht, aber hier irgendwie, wenn man wirklich halt sich überlegt, was für ein breites Gebiet ist, ist es natürlich halt auch nicht zu verachten, wie viel halt an Licht eigentlich drinsteckt. Also, tja, und ich würde sagen, es braucht eine Menge Skills und ich bin froh, dass du mehr als nur Lampen geschleppt hast. Also, weil den sieht man in dem Film, finde ich, immer ganz gut an. Also, ich lasse mal jetzt ein bisschen weiter laufen. Das sind ja eigentlich Testaufnahmen. Sets, so, wo ich wirklich das ist halt eins meiner besten Settings, wo ich sage, okay, das ist genau mein Stil. Auch da mochte ich total gerne, da hatte ich mit Richard und vor allen Dingen mit Micha auch halt freier Hand, wie wir es gestalten und da hatte ich auch von vornherein irgendwie schon, ohne dass ich das Set gesehen habe, genau sowas wollte ich die ganze Zeit immer mal machen. Okay. Halt viel mit Gegenlicht und so weiter, also so eine typische, sag ich mal, 50er, 60er Jahre Low-Key-Sache, bloß halt in Farbe und das ist eigentlich auch eigentlich ganz, ganz toll geworden. So, jetzt sehen wir gerade, wie Mario hier alles schön einnebelt. Das habe ich irgendwie auch, das war sowas, was ich irgendwie schnell gelernt habe. Wenn man schnell irgendwie geiles Gegenlicht auch noch richtig schick machen will, ohne Nebel geht da nichts so, ne? Ja, generell ist ja halt, ne, also Schatten sieht man halt immer dadurch, dass halt das Fehlen der Lichtquelle ist. Wenn man Licht aber halt fühlbar in einem Raum machen will, ist es halt natürlich immer Partikel im Qualm und so weiter, Rauch mit Zigaretten und so weiter, funktioniert immer. Aber wenn man halt wirklich einen Dunst irgendwie schafft im Raum, ist es erstens dienlich für die Blende und zweitens ist es natürlich halt, dass halt das Licht halt nicht so krass überstrahlt, aber man sieht halt genau die Kanten, die halt der Schatten macht und das hier bringt halt unglaublich viel für die Atmosphäre.
Was ist mir gerade einfällt, Matze? Das ist wir haben uns, ich war ja damals mit als Making-of-Typi dabei bei dem Hellraiser-Dreh von den heute den Morphium-Leuten, Thomas Wüstemann und Co. Und da weiß ich noch, da haben wir dann mit Zigaretten und Staub versucht, diese Partikel irgendwie in die Luft zu bringen. Ja, weil wir keine Nebelmaschine mit hatten. Ja, es ist auch schon irgendwie, das war dann auch wie auch fast 2 Jahre vorher und so weiter. Also, ja, es ist generell wie halt so die Anfangsskills. Also man weiß halt viel, aber wenn dann die technischen Gegebenheiten natürlich nicht da sind, also wenn ich irgendwie überlege, mit was für welche Lichtgeschirr ich am Ende gearbeitet habe und was ich da gemacht habe, ist eigentlich völlig utopisch, aber halt, das ist wie dieser alte Ostspruch, ne? Irgendwie aus Scheiße Bonbon machen. Ja. Man bekommt halt immer, wenn man ein Ziel hat, dann bekommt man eigentlich immer irgendwie das doch schon hin. Man muss halt viel basteln, viel bauen und halt viel, halt, sag ich mal, aus der Trickkiste rausgreifen. Und genau, das Basteln und Bauen ist immer dann schwierig, wenn man immer erst kurz vorher erfährt, was eigentlich passiert in den Szenen. Wir lauschen mal kurz rein. Die Kammer geht auf sozusagen und hier drinnen steht die Kiste längs. Man darf diesen Gang nach hinten nicht sehen. Ne? Nee, das darf man nicht sehen und das muss alles so. Also was wir jetzt wirklich gerade haben ist, Marc erzählt uns eigentlich am Drehtag selbst, was eigentlich passieren wird. Und jetzt müssen alle reagieren. Und Matze, mach mal bitte geiles, fettes Licht. Ja, also auch gerade halt so hier unten dieser Tresorraum, hier, was ja auch ein tolles Setting war. Generell erstmal zu suchen, wo passt das wirklich? Irgendwie dann mit Michi irgendwie ein bisschen abquatschen, wie könnten wir das machen? So dann während der Setbegehung irgendwie dann schon ein bisschen rausfinden, okay, was könnte man machen, um das Ganze irgendwie ein bisschen interessanter zu machen? Also auch halt vielleicht irgendwo örtlich einzuordnen und so weiter, weil halt natürlich die meisten Locations, die passen natürlich eigentlich, sind natürlich nicht alle nebeneinander, sondern alle weit entfernt und deswegen musst du halt ein bisschen an Anschlüsse achten, aber halt dieses Heizhaus hat extrem viel halt geboten und krasserweise sind natürlich irgendwie in die dreckigste, tiefste, unterste Stelle sind wir gegangen und am Ende haben da halt einfach so was Perfektes gefunden, was halt auch wirklich am Ende dann den Look hatte, den ich eigentlich auch wirklich mir vorgestellt hatte. Also da ist ja, ich bin eh ein Low-Key-Kind, was auch am Ende halt mit dem wenigen Licht halt natürlich immer wieder irgendwie gut zusammengepasst hat, einfach wirklich was Tolles zu machen halt. Ich habe auch gerade mal mit der Maus auf diese Konstruktion gezeigt. Das war für mich auch so, also ich habe da ja auch wahnsinnig viel gelernt. Und das war eins von diesen Sachen, die man sofort verstanden hat, warum das schon immer so ein Klassiker auf Filmsets ist, wenn es ums Beleuchten geht. Wie nennt man das? Und was ja, halt. Genau. Es kommt eigentlich auch hier mehr dann wieder aus dem Bühnenlicht. Also bevor Film kam, war ja natürlich Theaterlicht, wo dann halt hier alte Seemänner zum Beispiel halt mit farbigen Gläsern und so weiter einfach dann halt die Lichtstimmung gezaubert haben. Und unter anderem haben sie natürlich dann angefangen, einfach halt hier flaches Licht, hier erzählt nicht viel, sieht auch nicht schick aus, dass man das alle einfach halt mit Brettern, die halt verschiedene Schnittmuster drin hatten, um einfach halt ein lockeres Licht hier reinzumachen, damit man halt auch nicht so ganz weiß, woher die Lichtquelle kommt. Und man nennt es auch am Ende als ein Fülllicht, also wo halt viel glatte Strukturen, die im Hintergrund sind und so weiter, einfach immer wieder auffüllen kann. Also wir mussten auch extrem viel manchmal, also mit Kuckelose ist man eigentlich immer nur so dieser Schick, den leichten Pfiff wie ein Eyelight oder so, was man halt noch zusätzlich setzt, wenn man es geil beleuchtet hat, schon. Also, aber bei uns war es halt oft natürlich auch so, dass halt das Kuckulose schon irgendwie ein halbes Hauptlicht war mit. Das ist halt natürlich trotzdem dienlich und funktioniert auch halt. Man muss es nur irgendwie immer wieder probieren und testen. Also man rennt halt natürlich viel zum Monitor und kontrolliert halt einfach, was man macht, um halt sich irgendwie dahin zu arbeiten. Ne, ich weiß noch ganz genau, wir hatten ja diese Situation, dass wir zwischen zwei Drehhälften, 2006, 2007 war dazwischen, waren die Dreharbeiten zu diesem Unisport, 35 mm. Da kam extra ein Kameramann, der sehr aufwendig mit viel Budget beleuchtet hat. Und hatte ich das Gefühl, der hat mit sehr, sehr, sehr vielen Lampen, kleinen Lampen, das gemacht, was du manchmal mit einer großen Lampe und einem Kuckelores gemacht hast. Also ich fand immer so, also ein clever gesetzter Kuckelores hat manchmal so 2-3 Lampen gespart. So, ne? Immer schwierig, wenn man dann etwas größere Räume ausleuchten musste, dann ging das dann nicht meistens. Ja, man kann halt nicht so in der Vorstellung so weit vorgreifen. Also beim Film ist ja meistens so, dass man halt ziemlich sehr weit vorplanen muss und so weiter. Dass halt bis dann die teuren Schauspieler kommen, muss halt alles sitzen und dann geht es halt ratzifatzi und ist im Kasten. Und wir haben uns ja eher rangearbeitet. So, man hat halt einfach nicht irgendwie die riesen Lampen, die man eigentlich gerne hätte, um halt so einen Look zu erzeugen, weil da braucht man ja eigentlich das extrem große Licht. Wir mussten das halt mit klein machen und wenn man dann halt, also für mich war dann die schlimmsten Erfahrungen einfach, wenn Marc und ich zusammen beredet haben, okay, das ist ein Schuss gegen Schuss, alles ziemlich klein. Und dann ganz am Ende Marc einfach mal kommt, wo du schon das Maximum an deiner Lichttechnik irgendwie verarbeitet hast, okay, wir machen davon noch eine totale. So, da bin ich halt innerlich halt natürlich total gestorben und musste halt irgendwie, oh Gott, wie mache ich das jetzt irgendwie, dass es halt irgendwie noch dazu passt, dass man das halt glaubhaft irgendwie, diese Nahen irgendwie halt genauso in der Totalen auch verkaufen kann. Und da ist halt dann irgendwie so eine Spieler
Spielereien wie Kokolose und so weiter ist halt natürlich einfach halt auch vom Stil her einfach ziemlich wichtig. Also normalerweise sieht man auch zum Beispiel die Struktur vom Kokolose nicht so doll, wie wir es oft gemacht haben. Also wir haben es manchmal auch sehr doll als Effekt eingesetzt, aber es ist halt, ne, also man muss sich halt was einfallen, wenn man nichts hat. Ja, und es wurde ja auch wirklich immer bis zur letzten Sekunde und manchmal noch drüber hinaus dran gearbeitet. Ich habe leider nie jetzt im Making-of-Material gefunden, dass das so zeigt, aber ich erinnere mich noch sehr genau dran, wie manchmal noch so quasi, Kamera und dann sieht man noch ganz kurz sich einmal durchhuschen, noch einmal hier und was korrigieren. Und ja, das kann ich eigentlich anders fast nie, also direkt, wenn ich am Set bin, also es ist für mich unglaublich schwierig, mich zu bremsen. Also man hat während der wenn man halt bei einer Stand-In-Probe stehen halt alle an der Richtung, man kann es halt perfekt ausrechnen, aber wenn sie sich dann doch anfangen zu bewegen, also ein professioneller Schauspieler versucht dann das Licht zu suchen, so das wissen dann halt nicht so die ganz so professionellen Schauspieler, aber dadurch hat man viele Ideen, dass man halt, okay, wenn das erste Take verkackt ist und wenn man sich mit Marc daran gewöhnt, dass man halt schnell mal auch 30 Takes machen kann, ist es natürlich auch vom Vorteil einfach halt während der Szene immer wieder einzugreifen, halt nicht nur irgendwie halt ein Highlight nachzurichten, sondern einfach, vielleicht die Spitze oder die Kante halt ein bisschen anders umsetzen und dabei entstehen auch manchmal dann so die Ideen, die man hat, irgendwie um beim Gegenschuss irgendwie halt viel bessere Sachen zu erzählen. Also es ist halt ein unglaublich toller Schaffensprozess, wenn man halt so dreht. Ist natürlich extrem zeitaufwendig, aber es macht halt unglaublich Spaß, weil halt man, der Kopf geht auf im Prinzip in seiner Arbeit. Ich sage immer so, es ist ja wirklich ein Wunder, wie wir, also mit wahnsinnig wenig und im Grunde genommen kein Geld, also alles, was jeder irgendwie so bei sich hatte, ne, aber das geschafft haben, das ging einfach nur, weil ein Budget hatten wir tatsächlich etwas reichlicher, deutlich reichlicher als Geld, nämlich Zeit. Ne? Wir hatten hat es manchmal etwas, also auf einem professionellen Dreh könnte man sich das gar nicht leisten, die Schauspieler so lange warten zu lassen, oder wäre es vielleicht auch unprofessionell, ich meine, ich finde ja in solchen Begriffen nochmal vorsichtig, ne, noch so im letzten Moment irgendwas zu machen, aber hey, so haben wir es durchgestanden, so haben wir es geschafft, Bilder zu produzieren, die wir uns eigentlich nicht leisten konnten. Auf jeden Fall. Aber eine Sache, die mich immer wieder fasziniert, ist ja diese Konstruktion mit diesem riesengroßen Greenscreen und da ist mir nochmal aufgefallen, also du warst damit dran beteiligt, das überhaupt zu bauen und sich was auszudenken, dass der da ordentlich aufgehängt werden kann. Ja, ne, es gab halt irgendwann halt so diese Idee von Marc, dass halt so dieser Deckendurchbruch am Ende passieren muss. Und da waren halt viele Ideen, wie können wir es machen, was für Einstellungen bräuchte man, um das halt möglichst pompös zu erzählen und so weiter. Und schlussendlich waren wir uns einig, okay, wir müssten halt ihn fallend von einer langen Greenscreen-Wand, aber wie kriegen wir es einfach hin, dass er halt möglichst lange irgendwie vor einem grünen Hintergrund nach unten fällt und dass es halt einfach glaubhaft wirkt, also selbst wenn man es verschneller hat. So, wir hatten ja dann in dem einen Set halt einen extrem großen Raum und da war dann natürlich einfach schnell diese Idee, einfach wir stellen da zwei Leiertürme links und rechts hin, dass es halt wesentlich stabil ist und dahinter eine Wand und dann halt versuchen wir ihn einfach halt mit dem Klettergurt, also wir hatten zwei Stück mit, einmal meinen und einmal von meinem damaligen Mitbewohner, der hat einen Sportgurt, das ist der auch gerade. Und um es halt einerseits sicher zu machen, aber andererseits halt auch irgendwie uns die Möglichkeiten zu geben, halt nicht so wie die Großen machen, halt mit Stuntleuten und so weiter. Also so eine Mischung aus halt sicher, aber doch halt sehr funktionabel. Und das gab es dann auch irgendwie ziemlich schnell und es hat auch am Ende gut funktioniert, aber das ist halt wie bei vielen Sachen, dass man halt eine gute Idee hat, investiert viel Zeit rein, baut es dann und dann probiert man es aus und hofft halt wirklich einfach, dass man diese Bilder bekommt. Und ich sag mal, zu 95% der Fälle haben wir eigentlich immer das bekommen, was wir wollten. Also ähnlich wie dieser Raum, den existiert ja auch überhaupt nicht. Ja. Also der ist ja aus nichts gebaut. Und ich habe zum Beispiel jetzt diese Aufnahmen rausgeguckt, weil ich liebe einfach diese unkonventionelle Art. Wir brauchen jetzt Lampen, die an der Decke sind, weil es war eine Szene geplant da drin. Hier wird gleich drin wild gevögelt und Handkamera. Und man musste sich 360 Grad bewegen können. Das ist ja eigentlich eine Horrorvorstellung für einen Beleuchter, oder? Wie 360 Grad? Wo soll ich denn die Lampen hinstellen? Die Horrorbeleuchtung ist es nicht, wenn man halt irgendwie das geeignete Material, was es natürlich zuhauf gibt, aber wir hatten halt unglaublich wenig Befestigungsmaterial. Also man hat halt einfach nur eine bestimmte Menge, also, und damit muss man halt klarkommen. Dann fängt man an, halt Sachen zu bauen. Und das ist halt, da kommen dann halt so Sachen raus, dass man halt dann die Dedos halt an die Decke nagelt. Und am Ende bekommt man dann doch trotz allem irgendwie die Bilder hin. Also der Trick ist ja am Ende bei uns viel gewesen, so durch die Settings, die uns nur gegeben sind, dass man halt irgendwann kommst du als Beleuchter zum Schluss rein, okay, na, wo kann ich denn jetzt hier irgendwie noch die Lampen verstecken? Und da ist dann halt auf jeden Fall einfach die Skills und die Erfahrung hier einerseits halt da und andererseits muss man natürlich auch viel probieren. Und das ist halt, ich habe halt hier das Glück gehabt, so ein, zwei Jahre davor halt so nach und nach halt hier irgendwie in diesen Job halt mehr reinzurücken. Ja. Hab dann halt hier zum Beispiel bei dem Pasadena-Dreh damals, hier hatten wir in Berlin direkt bei einem Verleiher gearbeitet. Wir hatten da halt ein Greenscreen-Studio bekommen. Und da habe ich die Jungs von Ari kennengelernt.
Und da hier der Chef von Ari ist halt der Jörg Brusso, der ist halt so ein bisschen wie mein Ziehvater gewesen, was das Beleuchten betrifft. Der hat mir ziemlich gute Kontakte vermittelt und da ist es dann für mich auch diese Entscheidung schnell leicht geworden. Eigentlich, ich bin auch mehr schneller der Handwerker. Ich bin sehr kreativ, aber es ist mir ganz wichtig, auch ein Handwerk zu machen. Mhm. Und da ist dann halt so das Beleuchten irgendwo halt mir auch ziemlich hier an die Hand gelegen worden und das hat eine extreme Passion bei mir ausgelöst. Mhm. Und da war dann irgendwann halt so dieser Punkt, okay, mehr, weiter. Und ja, dann irgendwann sieht man, wie es die Großen macht und dann hat man halt natürlich viele Möglichkeiten, aber halt so viele Skills, wie ich zum Beispiel bei so einen Sachen hier gelernt habe, so später merkt man, okay, dass es gibt bestimmte Sachen dafür, die man halt nicht bauen muss und so weiter und hier, aber dass man halt auch schon ziemlich dicht drin ist, wenn man halt die Vorstellung hat, aber dann halt einfach sich hinsetzt und das muss irgendwie funktionieren. Also ja. Ich meine, wir hatten teilweise auch schon ein bisschen professionelles Material, was uns dann auch natürlich immer viel, viel geholfen hat und ich sag mal, bei der zweiten Drehphase war es dann auch natürlich einfacher für mich irgendwie zu Ari zu fahren und zu sagen, okay, ich brauche das, weil ich dann halt einfach das habe, was ich wirklich brauchen kann und das ist halt, ne, das ist dann halt einfach der Erfahrung geschuldet, also. Ja, und wenn ich jetzt wieder sehe, also jetzt ahnt man schon so ein bisschen, welchen Look das am Ende ergibt. Also ich freue mich jetzt schon auf die Premiere, all diese Szenen mal auf großer Leinwand dann zu sehen. Auf jeden Fall. Also was man jetzt auch schön sehen konnte, ist, dass du eben auch viel über den Monitor gearbeitet hast. Es war eigentlich wirklich so, dass es gab so, war wie so ein Maler bei der Arbeit, ne? Man guckt dann so, was könnte da noch so hin und hier vielleicht noch ein kleines Lämpchen. Und auf jeden Fall, weil halt die Vorstellung ist halt natürlich dadurch, dass das Videomaterial, ich meine, wir haben ja noch Video gedreht. Nee. Und wenn man die Vorstellung hat, wir wollen aus Video einfach Film machen. Ein paar Jahre vorher hatten wir den Beweis gesehen, dass man einfach halt mit einer DV-Kamera mal auch einen Kinofilm machen kann. Also der erinnert an Danny Boyles 28 Days Later. Aber der hat halt trotzdem die dicken Optiken gehabt und so weiter, dass wir es wie nicht hatten. Also dementsprechend ist unsere Range einfach was halt ausbrennendes Material, also dass die Lampe zu stark ist und so weiter auf weißem Material bis hin zu ich brauche einfach mehr Licht, weil es einfach zu dunkel ist. Und gerade wenn man dann mit Verdopplern arbeitet und so weiter, dann ist es echt relativ schwierig, dann halt mit diesen begrenzten Sachen irgendwie zu arbeiten. Aber wir hatten halt grundsätzlich dieses Ziel halt, wir wollen Low-Key drehen und wir wollen auf jeden Fall, dass es halt einen filmischen Look kriegt. Und da ist dann halt, ne, da reicht dann halt nicht eine Drei-Punkt-Ausleuchtung, sondern es muss halt immer irgendwie ein bisschen Struktur rein, immer ein bisschen, auch viel mit Kukulos, mal hier einfach eine kleine Fahne setzen, die einfach ein paar bestimmte Sachen abtrennt. Ja. Ist ja am Ende, Beleuchtung hat, sag ich mal, im Showlicht, dann setzt man Licht. Ich setze eher, gerade wenn ich irgendwie jetzt einen Film mache, irgendwie, wo ich halt den Look mir vorstellen kann, dann setze ich eigentlich eher mehr Schatten. Weil halt, klar kann man irgendwie dann auch einen High-Key fahren und so weiter, dann hast du natürlich nicht wirklich das Licht, aber eigentlich definiert immer eigentlich mehr für mich bei der Arbeit der Schatten halt die wichtigen Sachen, die es interessant machen. Das war auch so eine Lernerfahrung für mich, die auch, also auch in ganz vielen Ebenen, wann immer man mit dem Bild arbeitet, will man eigentlich ständig den Blick des Zuschauers lenken und den lenkt man halt nicht dadurch, indem man einfach irgendwie alles hell macht, sondern das genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das muss halt interessant werden. Ja. Und trotzdem kann, auch mit viel Schatten, kann trotzdem noch Tag erzählt werden und so, aber genau, das waren wirklich so Sachen von Szene zu Szene lernten wir da alle dazu. Und ich habe jetzt mal Aufnahmen rausgesucht, wie ein Set aussieht, bevor es ein Set ist. Das ist jetzt eigentlich so, wie man es vorgefunden hat. Ich glaube, wahrscheinlich wurde schon. Ich glaube, das war das allererste Set, was wir gemacht haben, ne? Ja, also zumindest im Sinne. Ja, wobei, ich weiß halt selber, es gab noch eins, da warst du noch nicht da. Und das war halt alles ganz. Also, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und es hat auch keinen inspiriert. Und irgendwann, wahrscheinlich war es sogar dieses Set, das uns alle dann erst so klar gemacht hat, was so geht. Weil hier ist jetzt viel Arbeit reingeflossen. Wir sehen jetzt noch, sind die Wände weiß und alles total oll und gleich im nächsten Schnitt werden wir sehen, es ist total gestrichen worden und so weiter und dann fängst du an mit deiner Arbeit und kommst auf so eine Idee, ja, da gibt es ja noch so eine Neonröhre und die ist dann so ein bisschen grünlich oder ich meine, alle Ideen, alle Gedanken, die man so hat, die fließen dann zusammen, zum Beispiel die Idee, dass also überall alles grün und giftig ist, ne, fließt dann eben auch ins Licht mit rein und ja, das war das Schöne, also du hast ja am Ende mit Marc immer ziemlich viel an der Auflösung arbeiten müssen und so weiter und warte halt im Prinzip immer den großen Rahmen halt vorgeben, okay, das stellen wir uns ungefähr vor und hier dann halt so mit Micha, dem Ausstatter und halt auch am Ende Andreas, der halt am Ende auch immer stetig da war und halt uns guten Support leisten konnte, also er hat ja viel Set-Fotografie nebenbei gemacht. Dem vertraue ich auch ziemlich, was halt hier viele Sachen betrifft, was den Look, weil wir sind da uns ziemlich ähnlich, wie uns Sachen gefallen.
Und da war es dann halt leicht, irgendwie zu dritt, irgendwie, ihr beide wart schon an der Auflösung und müsst halt, ne, mhm, die ganzen Einstellungen irgendwie euch zu planen, dass man dann halt irgendwie diese kreative Phase bekommt. Also es ist wie ein Brainstorming, dass man sich dann irgendwie zu dritt, zu viert irgendwie hinsetzt, okay, was könnte man machen so. Und wenn dann ihr irgendwie die Vorschläge auch noch irgendwie kauft, dass wir halt sagen, okay, wir würden es gerne von da oben erzählen und so weiter, das könnte, also dass man halt die Sachen, die man irgendwie mit Licht erklärt und so weiter, wie halt die Leute reintreten, euch dann auch noch so den Anstoß vorgibt, hier, ne, wie würde es irgendwie in dem Film funktionieren können, dann ging bei euch immer gleich eine Tür auf so, und dann hattet ihr immer wieder noch so einen roten Faden irgendwie etwas noch dazu. Es ist ein Teufelskreis, ja. Ich will mal kurz nur reinmachen, weil du vorhin das schon auch beschrieben hast, so als, oh Gott, wenn man jetzt immer noch Schuss gegen Schuss hat und pass auf. Von allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, natürlich Gegenschüsse. Ne? Also, dass ihr das wisst, klar, wir dürfen jetzt hier nicht immer rumranzen mit Licht und so weiter, alles das, alles, was sie in die Richtung kriegen, kriegen sie auch in die Richtung. Und viel komplexer noch. Und viel komplexer und schlimmer. Und es ist nämlich so, das Ding war komplett eingerichtet und ein Stück weit, also viel vom Licht ist einfach auch schon. Und dann kommen wir und sagen, ach so, wir lösen es übrigens so. Und du ahnst, oh Gott, aber das funktioniert nur so, wenn die Dinger da stehen. Wenn wir jetzt in die andere Richtung schießen, dann, also ich habe das auch erst viel später begriffen, was das bedeutet, dass ein Licht auch einfach indirekt immer wieder reflektiert wird. Und du kannst nicht einfach die Lampe auf die andere Seite stellen, dann sieht es genauso aus, nur umgedreht ist. Ja, und ich glaube, das hat es auch hier so ein bisschen irgendwie, also gerade dieser Raum, hier, also wie lange der erzählt war. Also wir haben ja ziemlich am Tag angefangen, also sieht man hier, dass halt die Fenster halt noch offen waren, da war es halt Tag. Ja. Und halt, ich glaube, der Schluss, da war das Spiel, das Deutschlandspiel irgendwann vorbei, es war draußen Nacht, es war 22, 23 Uhr, da hatten wir erst dieses Setting ab und da war halt auch klar, wir haben da diesen Look gefunden und so weiter, hier, wo wir eigentlich hin möchten, aber da ist dann halt auch hier, ne, vom Zeitablaufplan halt für uns entstanden, okay, Marc, ich brauche auf jeden Fall, ich muss wissen, irgendwie, welche große Einstellung hast du, also wie viel siehst du von dem Raum, welche Seiten siehst du von dem Raum, damit ich überhaupt hier weiß, okay, von daher kann ich überhaupt ein Hauptlicht erzählen. So, und dann gehe ich dann daran natürlich, okay, was habe ich für Selbstleuchter drin, also hier einfach, hier, welche Lampen sind wirklich im Bild, die halt irgendwie jetzt keine Filmlampen sind, wie muss ich die verstärken und so weiter, und das gibt dann halt irgendwie viel einfacher mir vor, dass ich dann halt bei den Dichten halt hier einfach sagen kann, okay, dann kann ich immer noch stylen. Weil halt, wenn ich dann aus den Dichten in die Große springe und halt sage, oh Gott, wie soll ich denn von da irgendwie das Licht erzählen, wenn da genau die Kamera halt hin oder da halt das gesamte Team da hin muss. Also wie oft habe ich irgendwie direkt 10 cm hinter dir mit einer Kinoflow und habe noch versucht, eine Aufhellung irgendwie zu machen, trotz dass dann Furan irgendwie mit dem Dolly mit dir irgendwie da noch durchfällt. Das ist halt... Das stimmt, es stand auch viel, also ist auch mal viel im Konflikt, so wie quasi die Tonfrau immer darum kämpft, den Ton so gut wie möglich ranzukriegen. So kämpfst du dafür, dass sozusagen die Einstellung doch bitte nur den bestmöglichen Ausschnitt zeigt. Aber ja, nee, Moment, wir müssen jetzt, weil der Schauspieler will sich so bewegen und oh Gott. Ständig muss man das miteinander abgleichen und sowas geht auch nicht stressfrei ab. Aber es war halt dienlich dadurch, ne, dass wir dieses Setting hatten. Ja. Dadurch lief es dann halt später natürlich aus wie diese Nähe einfacher. Also dann waren halt die Absprachen halt so, wenn wir ein Set irgendwie gefunden hatten, irgendwie. Wie erfüllen wir dieses Set? Wie sehen wir dieses Set? Was wollen wir da erzählen? Da waren dann die Absprachen auch wesentlich einfacher. Also. Ja. Wir kommen jetzt abschließend, es gäbe so viele Sets, über die wir noch reden können, aber das ist für mich eins von diesen monströsen Dingern und aus meiner Sicht ist das auch definitiv deine Meisterleistung in diesem Film. Wir sehen jetzt noch ganz frühes Stadium, jetzt probieren wir eigentlich gerade aus, wie die Kameraeinstellung ist. Ich weiß gar nicht, ob das für dich immer so interessant war, für mich war das immer wahnsinnig wichtig, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen und wir haben es natürlich auch gemacht, um zu wissen, was ist überhaupt im Bild, weil das Set ist noch gar nicht fertig gebaut, das sieht man jetzt gerade. Ja, genau. Sieht man auch, dass du da auch wieder involviert bist, was immer du da gerade tust, aber wahrscheinlich sorgst du dafür, dass das auch alles irgendwie funktioniert. Und wir werden nachher gleich zum Schluss dann auch mal so einen Outtake sehen, also der zwar schon so gefilmt ist, wie wir es dann auch nachher im Film sehen werden, allerdings noch ohne Color Grading. Und da bin ich natürlich, es ist eigentlich unglaublich. Also ich mache jetzt am besten gleich mal Pause und wir können uns mal angucken, was alles in dieser Aufnahme drin steckt, weil ich weiß nicht, ob einem das sofort so klar ist. Also zunächst mal ist das einfach, das sind, weiß ich nicht, 20 Meter oder so. Also ja, vielleicht sogar mehr, aber ja, 20 Meter kommt. Also verdammt lang. Da sind jede Menge Seitenfenster in ziemlich großem Format. Also es entsteht einfach viel Fläche. Und ich habe da, bei dieser Einstellung wurde mir klar, wenn du viel Raum erzählen willst, dann brauchst du echt auch viel Licht. Definitiv. Und ja, man darf nicht vergessen, es ist derselbe Raum, wo wir zum Beispiel diese Greenscreen-Sache, also im Prinzip die hintere Wand, die wir jetzt hinter den beiden sehen, da stand irgendwann mal der riesen Greenscreen.
Greenscreen. Ja, das stimmt. Wir haben halt eine zusätzliche Wand auf die rechte Seite gebaut und der Vorteil war von diesem Raum, mal abgesehen, dass er extreme Höhe hatte, hatten wir halt auf der linken Seite war halt schon nochmal ein Gang, der wie Fenster erzählt hat. Also wir waren im Prinzip noch drin, konnten aber halt draußen erzählen. Also dahinter, also die linke Seite hinter diesen erzählten Fenstern ist im Prinzip halt nochmal zu, da kommt nochmal eine Wand. Ja. Und da konnte ich im Prinzip halt das Tageslicht erzählen. Zudem ist es halt auch den, das zweite Setting, wo ich dann bei Ari halt, wo wir halt für einzelne Szenen, so bei diesem riesen Aufwand der Kulissen, natürlich auch dann zu Ari gefahren sind und haben gesagt, okay, wir wollen halt jetzt wirklich nicht 3 Monate irgendwie ein bisschen Geschirr haben, sondern wir wollen jetzt für eine Woche, wollen wir halt mal was richtig Dickes haben. Ja. Und da waren die Ansagen auch dann ein bisschen anders und da war auch das Zutrauen am Ende von Jörg auch ziemlich, okay, ne, ihr dreht an der Zeit, wo es uns passt. Wir geben euch einfach mal dickeres Licht. So. Aber wir reden davon, wir haben das immer umsonst bekommen, ne? Ja, natürlich. Also das war immer ein grundsätzliches Sponsoring, was halt am Ende irgendwie halt auch generell eigentlich hier in der Filmbranche normal ist, dass die Verleiher immer versuchen, die Jugendförderung und so weiter, also Studentenfilme, immer versuchen, irgendwie ein bisschen zu supporten. Also Full-Sponsoring ist nicht immer halt hier irgendwie so eine Sache, aber selbst kleines Budget drücken die oft auch mal ein Auge zu. Halt. Also. Stimmt, du hast ja selber auch in so einem Bereich mal gearbeitet. Also das wäre auch echt so ein Tipp an junge Filmemacher, einfach mal anfragen. Und definitiv, also klar, im Sommer ist es natürlich immer schwierig, halt wenn halt natürlich die Verleiher komplett leer sind, dann ist es natürlich schwierig ranzuholen, was sie nicht haben, können sie nicht verleihen. Aber generell in Zeiten, wo halt sie viel Zeug da haben und man mit einem guten Konzept kommt, einfach mal mit den Produzenten sprechen, ob man nicht halt einen Ansprechmann, am besten sogar direkt hinfahren, einfach mal vielleicht den Beleuchter mitnehmen, einfach, dass der schon eine Vorstellung hat und einfach halt mal anfragen, was möglich ist. Man glaubt gar nicht, wie viele Türen die einen aufmachen und also, wie ich sagte halt, ne, wie bei dem Musikvideodreh, da sind für mich also nicht nur die Kontakte entstanden, wo kriege ich günstig irgendwie Material her, da ist auch halt, habe ich viel gelernt, ich habe auch viel für die Jungs gearbeitet, dass ich halt da irgendwann auch so ein Joint Venture entstanden ist. So, die haben mich angerufen, ey Mann, hier bei uns ist, brennt gerade die Hütte so, jetzt willst du nicht hier bei uns ein paar Tage arbeiten, kriegst du halt wieder irgendwie die Möglichkeit einfach halt unser Material irgendwie umsonst zu kriegen. So. Und so habe ich halt viel über das Material gelernt und so weiter, weil halt generell irgendwie ein Verleiher ist halt sowas wie die Beleuchter-Universität. Halt so, man wird nicht Beleuchter einfach, weil das kann man nicht lernen halt, sondern einfach halt nach seiner Ausbildung, sei es jetzt technisch Elektriker oder sonst irgendwas, kann man halt hingehen und macht da halt ein Praktikum über 1 oder 2 Jahre. Und lernt erstmal das gesamte Material halt natürlich kennen und hat halt den Vorteil, dass halt die Beleuchter natürlich irgendwie ständig kommen, laden ihr Material und so weiter so und du kennst dich halt mit dem Material jetzt schon aus, dann sagen die, okay, na, vielleicht nehmen wir dich mal als Assistenten mit und so rutscht man im Prinzip eigentlich in dieses Business des Beleuchters halt eigentlich rein. Also ich hab da ja auch 1-2 Mal sind wir da mal so hingefahren, haben Stative geputzt, einfach so ein paar Nettigkeiten, die wir irgendwie im Austausch mit Technik geholt haben und was man da alles mitbekommt, auch wenn man mitkriegt, da drehen gerade, damals haben die Wachowskis, ich weiß gar nicht, ob das bei dem Dreh oder anderen war, irgendwie in Potsdam gedreht und dann konnte man mal so gucken, was die so einpacken, in welchen Größenordnungen. Das ist ein spannender Einblick. Wo man dann auch diesen Horizont sieht, was geht eigentlich. Also auch gerade wenn man in Babelsberg dann irgendwie am Set ist und so weiter, dann geht einem natürlich auch schon manchmal ganz schön der Hut auf, so was alles möglich ist. Ne? Also aber es ist halt irgendwie auch im Kleinen halt aber möglich. Aber ich finde immer noch, also dieser Gang hat könnte mir nicht vorstellen, wie ein millionenteurer Film, der es jetzt irgendwie geiler machen würde. Und ich weiß, dass der Lenin-Kopf da, diese Büste, die sieht halt nur so geil aus, weil auch dafür ist noch ein extra Lämpchen. Ich muss mal kurz gucken, ob man das so, wenn ich so ein bisschen weiterlaufen lasse. Ja, da haben wir extrem viel Mühe gegeben. Ja, genau. Es gibt überall, also man kann das jetzt gar nicht richtig erkennen, aber hier gibt es eine komplette Konstruktion in der künstlichen Decke, wo all diese Lampen überhaupt aufgebaut worden sind. Ja, eigentlich haben wir ein kleines Ministudio gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist dann halt so dieser professionelle Quantensprung. So. Wir hatten halt auch einen ziemlichen Anspruch an diesen Gang. Also den gibt es ja in mehreren Szenen. Also den gibt es ja einmal halt so, wo noch ganz heile ist, noch alles total schick, dann gibt es halt diesen 10, 20 Jahre später im abgebrannten Haus und so weiter und halt dadurch, dass diese Idee halt da war und das ist ja auch das Schöne, dass wir halt zwischendurch halt abends bei Bierchen halt irgendwie okay, wir haben halt so diese kleine freaky Idee und dann ging das halt erstmal so das Buch auf, so alle haben halt irgendwie ihre Ideen noch dazugegeben und dann wurde es manchmal halt auch sehr, sehr groß, also den Anspruch, den wir eigentlich haben und was wir eigentlich erreichen wollten, aber halt, wir haben uns irgendwie immer getraut zu sagen so, okay, das ist schaffbar so und dann hat natürlich jeder halt seine Bedenken dazu gegeben, sei es jetzt Ausstattung, sei es jetzt Beleuchter oder Furan am Ende auch, wenn er den Dolly schieben musste, das ist natürlich irgendwie auch, wo lege ich noch die Schiene hin? Und da war ja dann irgendwie, okay, wir müssen es halt professioneller machen halt und da war dann halt natürlich gleich die Ansage, ey Marc, du, ich brauche auf jeden Fall einmal trocken, wenn der Gang fertig gebaut ist, brauche ich einmal trocken den Gangpfad. Wo kann ich Licht hinstellen, so, wo sind halt Sachen, die wichtig sind, damit es halt am Ende für uns auch nicht
dann aber wieder teuer wird. Ne? Wir hatten dann halt Material irgendwie, wo wir nicht sagen konnten, wir können 3-4 Wochen drehen, sondern wir haben diese 3 Tage und da muss es klappen. Und da ist dann halt natürlich viel Vorbereitung und dann arbeitet man schon ein bisschen professioneller und dann läuft es auch anders. Matze, du hast eine schöne Überleitung gegeben. Nächsten Freitag wird Furan ein bisschen zeigen, wie er mit diesem Gang, wie er dort die Effekte baut, wie es einen Übergang geben wird zwischen diesem Alten und dem Neuen. Und denn das ist ja am Ende immer noch so ein bisschen so der Trick, dass all diese verschiedenen Dinge, wir haben jetzt viel über Licht gesprochen und aber auch da schon gemerkt, dass das sozusagen, also dass es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch das Endergebnis beeinflusst. Und ja, jetzt ist es kurz davor, dass es fertig ist. Wir sind jetzt hier auch erstmal durch. Ich kann übrigens das Mysterium des Koffers irgendwie auflesen, wo Furan meinte irgendwie bei seinem letzten Interview, er weiß nicht, wo der Koffer ist. Das ist mein Werkzeugkoffer gewesen. Sag mal, welchen Koffer meinst du? Der silberne Koffer, wo Fura meinte, ich weiß ja, nicht. Ja, stimmt, warum hat er, ja. Das war mein Elektriker-Koffer, so, wo ich eigentlich auch niemanden normalerweise rangelassen habe, damit das Material nicht verschwindet und Fura durfte es halt. Ich nehme auch an, das war der einzige normale Werkzeugkoffer. Ansonsten war immer so, hast du hier noch gerade irgendwie hast mal schnell ein bisschen Gaffer. Ach schön. Matze, freust du dich auf die Premiere? Bist du dabei? Ja, oder was? Definitiv. Also ich habe mich schon auf viele Premieren gefreut, ja, aber auf viele Daten und so weiter. Aber ich habe mir freigenommen und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, so selbst wenn ich nicht im Kino sitze, hier werden wir definitiv an diesem Abend bestimmt irgendwie die eine oder andere Flasche zusammen aufmachen und uns irgendwie sehr, sehr schön irgendwie die Taschen zuhauen mit alten und neuen Geschichten. Und das ist für mich eigentlich das Ziel. Also den Film werde ich irgendwann so oder so auf großer Leinwand sehen. Davon gehe ich mal aus. Wann es ist, ist mir eigentlich egal, aber ich freue mich eigentlich irgendwie jetzt zum Premierendatum einfach halt die alte Crew und vielleicht ihr neuen Zuschauer einfach mal euch zu sehen. Ja, bitte. Also, wir sehen uns auch nächsten Freitag mit der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.